Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute mal wieder ein sehr trading-spezifisches. Und zwar das Thema, wieso über 90% aller Trader langfristig scheitern. Aber stopp, bevor du jetzt sagst, oh, das ganze Thema kenne ich doch, ich gehe wieder weg. Hier geht es jetzt nicht um diese Themen wie, du musst dich ausbilden lassen, du musst eine Software haben, die funktioniert und was auch immer. Sondern ich verspreche dir, wenn du das Video ganz anschaust und vor allem es auch ernst nimmst, was ich dir hier erzähle, dann wirst du auch einiges draus mitnehmen, ja? Und bevor ich jetzt anfange, wenn du dieses Video schaust, weil du sagst, ich möchte gerne mit Trading erfolgreich werden, dann bist du verpflichtet, sogar den Like-Button zu drücken, ja? Damit unterstützt du mich, solche Videos weiterzumachen und auch unterstützt du dich, dass du erfolgreich wirst. Also, was habe ich gerade gesagt? Über 90% aller Trader scheitern langfristig. Jetzt kann man sagen, aber erstmal, wie will man das messen? Darum geht es gar nicht in diesem Video, wie will man das überhaupt messen? Sondern es ist einfach Fakt, dass wirklich die meisten Menschen scheitern. Punkt. Jetzt in dem Video geht es jetzt, wie ich gerade schon meinte, nicht darum, ja, du musst fleißig sein, hier eine Software haben und was auch immer, sondern es geht vielmehr um diese Einstellung hier oben. Und jetzt will ich auch nicht aufs Mindset eingehen, nein, sondern, natürlich, es ist schon ein Stück vom Mindset, aber es ist vielmehr die Sichtweise, beziehungsweise, ich will mal sagen, die vererbte, beziehungsweise konditionierte Herangehensweise. Also wie gehst du eigentlich daran? Herangehensweise. Wie gehst du an das Trading heran? Natürlich kann man jetzt sagen, guck mal, es hängt doch nicht bei jedem, der scheitert, davon ab, ob er jetzt die richtige Herangehensweise oder die richtige Sichtweise auf das ganze Thema Trading hat. In diesem Video soll es natürlich speziell um diese Leute gehen, die auch dieses Video schauen, die jetzt, ich sag mal, nicht strohdumm sind und einfach nur irgendwas machen und damit dann ihr ganzes Geld verlieren, was es leider auch gibt, sondern ich sag mal, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an das ganze Thema rangehen, sagen, okay, ich weiß, was auf mich zukommt, ich weiß, wie ich es lernen will, sie lernen es richtig, aber dann, und das zeigt halt die Erfahrung aus den letzten Jahren, seitdem wir schon coachen, ja. Ich habe über 1000 Schüler im Grunde begleitet auf ihrem Weg, entweder zum besseren Trader oder allgemein zum Trading-Erfolg. Und deswegen zeigt es halt immer wieder, gerade in diesen Gesprächen, wo sind eigentlich so die Hauptpunkte? Und zwar die Hauptpunkte sind, dass die meisten Trader, ich habe jetzt hier Beispiele, eher an das Traden rangehen würden, als wenn sie boxen gehen würden oder, ich sag mal, das brauche ich nicht hinschreiben, als wenn sie jetzt an einem Spielautomaten sind. Anstatt, wie man es machen sollte, glaub mir, also deswegen, wir reden da noch drüber, wenn dir das bewusst wird, dann sitzt das richtig und hilft dir auch. Sondern es ist halt viel wichtiger, dass du wie so ein Jäger daran gehst. Oder ich schreibe es nochmal gerne, wie so ein Navy Seal. Warum jetzt ein Jäger oder ein Navy Seal, möchte ich ganz kurz erklären. Und zwar, es ist so, wir gehen an die Märkte ran und wollen unbedingt ganz viel traden, wir wollen ganz viel Geld verdienen, am besten auch den ganzen Tag. Diese Herangehensweise kommt natürlich, weil wir wurden dazu erzogen, arbeiten zu gehen. Wir arbeiten für unser Geld, wir gehen von morgens bis abends arbeiten, sprich nur so können wir Geld verdienen. Sprich, wir müssen etwas tun, um zu verdienen. Ganz wichtig ist wirklich im Kopf zu verstehen, und das dauert natürlich eine Zeit, dass wir beim Trading nicht für unser Tun, sondern für unsere Entscheidungen bezahlt werden. Diese Einstellung bzw. Gewohnheit kann man nicht von heute auf morgen ändern, sollte klar sein, sondern es dauert natürlich seine Zeit. Aber es ist halt wichtig, dass man bewusst daran arbeitet. Ich muss in Zukunft nicht mehr für mein Geld arbeiten, sondern am Ende werde ich für meine Entscheidungen bezahlt. Und es ist halt so, diese Boxer, sie gehen in den Boxring, sie fighten. Jetzt natürlich können sie ja sagen, nein, das ist auch sehr viel Taktik. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Man boxt aufeinander zu, man gibt halt Vollgas und am Ende gewinnt man oder man verliert. Aber was macht ein Jäger oder was macht ein Navy Seal eigentlich anders, als wenn du in einen Boxring steigst? Ein Jäger, stell dir mal vor, du gehst auf deinen Hochstand und würdest jetzt im Wald rumballern, so wie es ja die meisten Trader machen. Du ballerst im Wald rum und hoffst, vielleicht fällt ein Schwein dabei ab. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schwein dabei abfällt? Vielleicht ein Reh, wenn du durch die Gegend ballerst. Vielleicht wirst du ganz selten mal einen Gewinn erzielen. So wie man ja sagt, guck mal, ich bin doch erfolgreicher Trader, ich mach doch hier mal einen erfolgreichen Trade, ich mache hier einen erfolgreichen Trade und hier vielleicht. Erfolgreich kannst du nur sein, wenn es eine Konstante hat. Und ein Jäger setzt sich auf seinen Hochstand, er wartet auf die perfekte Situation, er wartet darauf, wirklich das richtige Tier zu sehen und im richtigen Moment abzudrücken. Dadurch hat er die höchste Erfolgschance, anstatt dass er einfach versucht, irgendwo in die Blätter zu schießen. Genau wie beim Navy Seal. Ich denke, ich habe jetzt auch nicht Soldat genommen oder sowas, sondern Navy Seal. Wie geht ein Navy Seal Soldat vor? Navy Seal Soldaten gehen extrem taktisch vor.
Sie bereiten sich ganz lange darauf vor, was wollen Sie jetzt tun und haben einen konkreten Plan dahinter und machen es so gesehen perfekt. Ja, im Grunde so gesehen, dass Sie gar nicht wirklich unbedingt in ein Waffengefecht kommen müssen. Und um jetzt auch nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was ich dir eigentlich in diesem Video sagen möchte, noch zusammengefasst ist, du musst immer her überlegen, und das hilft dir wirklich, bewusst zu überlegen, was tue ich eigentlich jetzt hier gerade? Bin ich gerade wieder dabei, 10, 20 Trades am Tag zu machen? Bin ich jetzt gerade dabei, wieder ganz lange am Rechner zu sitzen, nur weil ich jetzt Trader bin oder weil ich jetzt traden will? Oder dass du sagst, nein, ich treffe hier die richtigen Entscheidungen und danach, ich mache einen Gewinn, danach genieße ich mein Leben. Das Bewusstsein dahinter, zu sagen, okay, ich muss mich ändern, ich muss eine Gewohnheit ändern. Ich möchte nicht mehr agieren wie früher oder aktuell noch in meinem Arbeitsverhältnis, dass ich viel arbeite für viel Geld oder beziehungsweise viel arbeite für wenig Geld, so ist es ja eher, sondern dass ich wirklich auf die perfekten Situationen warte. Und das ist eine Gewohnheit, wie ich gerade eingangs schon meinte, die kann nicht von heute auf morgen kommen. Deswegen, Message hier, du musst es bewusst tun. Es muss jeden Tag, musst du dich selbst hinterfragen, was tue ich eigentlich hier? Was will ich erreichen? Ja, will ich erfolgreicher Trader werden oder mache ich das Ganze eigentlich, um Spaß zu haben? Deswegen hätte ich hier hinter eigentlich das doch schreiben können, Spielautomat, weil so verhalten sich halt die meisten. Ne? Sie gehen, es ist eher ein Gezocke, obwohl sie denken, sie meinen, ich mache das doch professionell hier. Guck mal, ich sitze doch hier, ich gebe mir doch Mühe, ich habe doch schon eine Ausbildung gemacht, ich habe die richtige Software, ich nehme mir doch Zeit am Tag. Aber es klappt trotzdem nicht. Ja, weil die Gewohnheit, die Herangehensweise, die Sichtweise ist nicht die richtige. Okay, sind wir beim Punkt, ja, ändere deine Herangehensweise, dein Bewusstsein zu dem Ganzen. Das geht nur, wenn du dich immer wieder hinterfragst. Wenn du dir die Frage stellst, was mache ich eigentlich heute hier gerade wieder? Bin ich eher der Boxer, der Spielautomatspieler oder bin ich der Jäger und der Navy Seal? Jetzt noch kurz zum Abschluss eine Frage an dich. Was möchtest du lieber sein? Möchtest du lieber der Boxer oder möchtest du lieber der Jäger sein? Wenn du ein Jäger sein möchtest, du möchtest ein Navy Seal im Trading sein, dann, wenn du es nicht oben schon gemacht hast, lass ein Like da, ja. Freue ich mich auf jeden Fall drüber und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten YouTube-Video wieder. Ich hoffe, du konntest hier etwas raus mitnehmen, wie ich es gerade schon meinte, ganz am Anfang. Du musst es wirklich ernst nehmen, nicht dieses Video einfach nur schauen und dann mal gucken, was mir hier da erzählt, sondern diese Sachen bewusst umsetzen, die ich dir mit auf den Weg gebe. Mir hat es sehr, sehr viel geholfen damals, dieses Bewusstsein dahinter, sich immer selbst zu hinterfragen und ich weiß genau, wie viel das bei meinen Schülern bringt, wenn wir so anfangen zu denken. Ja, alles klar. Wir sehen uns ansonsten im nächsten YouTube-Video wieder. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.